Wenn du mir noch mal ins Ohr schreist! Entschuldigung. Ja, du sitzt so nichts an der Hui! Das ist der Überraschungseffekt. Ich überrasch dich auch gleich mal mit einem Fünf-Finger-Tattoo, ja. Nein. Du weißt nicht, was ein Fünf-Finger-Tattoo ist, oder? Nö, das. Richtig. Okay, nach wie vor haben wir dieses etwas nervige etwas zu besiegen. Müssen wir nur irgendwie hinkriegen, dass die nicht ihre dämliche Energie auf uns. Ich Pflaume besiegen. Naja. Da kam hier ist der Pflaume. Die Bombe. Nee. Die macht nämlich nicht allzu wenig Schaden hier. Komm, bleib stehen. Jo. Lief schon mal besser. Die Bombe nicht zurück. Ist ja egal, wir müssen sowieso zurückgehen. Ja. Und dann irgendwie die damit jetzt zu treffen, das hat ja letztens schon nicht so gut funktioniert. Ja, weil du dir mal in die andere Richtung schießt. Ja, weil die mal da rumhüpft. Die wirft die Uhr nicht so günstig, Alter. Aber das kann die machen. Ich bin's. Das ist nicht wahr. Alter. Ja. Sieht gut aus. Verdammt. Mensch. Da drüben ist Leben. Achso, okay, gut, ne? Da oben ist Leben. Sehr gut, dass die Steine immer mitfallen, dass man noch sich so regenerieren kann. Das ist bei dem ersten Teil echt nicht klar hier. Obwohl, warte mal. Ein Versuch auswerfen. Der hat auch so eine blöde Schutzschülle. Schutzschülle da drunter. Ja, genau. Deswegen ist es echt nicht einfach, kommst du mal nach links. Irgendwie die Bomben machen ja Bomben. Das. Sobald wir hier einen Fortschritt haben, sehen wir uns gleich wieder. Ah, okay. Jetzt nur nicht besiegen lassen. Ich muss aber auch aufhören, die anzuspringen. Ja. Ich versuch's ja, aber wenigstens wissen wir schon mal, dass der Schutzschild so platzt. Wenn auch nur sehr kurz. Der Boden rollt sich durch dieselbe Mutti. Ich hab da oben. Da. Ja, ja, ich muss die gar nicht engeln, beziehungsweise einfach nur schlagen. Das ist es. Die Frau braucht Prügel. So, da sind wir wieder. Wir haben gerade festgestellt, die braucht einfach nur Prügel. Ja. Und wenn ich mich nicht davon der Dauer schlagen lassen würde. Wir haben jetzt so 2 Stunden probiert und nach 2 Stunden hat sie festgestellt. Na gut, mit letzter Aufnahme kannst du ungefähr fast hinkommen. Aber eben, man darf die nicht zum Regenerieren kommen lassen, das ist das Problem dabei. Okay, die Herzen wird auch so. Hopp. 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 Es geht schon voran. Oh Gott, weg. Alter, dann springt die auch noch ein, das ist dämlich. Die Münzen sind doch egal, Stevie. Ja, ich. Mann. Ich sammle die Maus Reflex mit auf. Du bist ja aus Reflex tot, ja. Ich weiß. Platz. Weg! Oh. Ich versuch's ja. Wir sehen uns dann wieder, wenn wir so kurz vorm Tod sind von ihr. Okay, bis dann. Vorsicht, Vorsicht. Warte. Ach du Scheiße, jetzt schmeiß ich schon mit Megabomben hier. Naja, Vorsicht. Runter, nein, weg da. Nein, nicht da. Bleib stehen, bleib stehen. Hoch. Was? Lauf. Lauf. Bleib stehen. Wir packen das mit Strategie. Mehr Herzen. Okay. Komm, jetzt kommen wir hier. Autsch. Aber es ist auch schon dran. Jawohl. Stopp. Oh Gott. Ah, ah. Armageddon. Der Insel, der ist mir noch eingefallen. Ist, wenn ich fragen würde, bist du. Aber ich bin. Weil. Weil ich nicht weiß, wie das. Ja! Also, okay, wir haben es geschafft. Ja! Weil? Finally.
Okay, weiter geht's. Ich habe jetzt Miete bezahlt und ich habe immer noch 500 Euro auf dem Konto. Weiter geht's. Leck dich immer ab! Mit dem Klumpum. So, wir haben die Pflaumen besiegt. Tschüss. Endlich. Ihr seid wirklich stark. Jetzt verstehe ich, wie ihr Cherry besiegen könntet. Wie auch immer. Ich hab's vergessen. Und ich verstehe auch, genau, ich weiß die Stimme gerade nicht. Was ihr, ihr letzter Wunsch war, als ich starb. Sie ist aber verletzt, die ist geschafft. Ihre letzten Worte. Cherry wollte verhindern, dass euer böste größte Katastrophe auslöst. Jetzt so sieht's aus, mal der Katze aus dem Sack. Scheiße. Ja, also das von mir gesprochen. Wir hätten ihn von Anfang an aufhalten sollen. Dieses Chaos verhindern sollen. Dann mach doch was! Diesem Rachefeldzug Einhalt gebietet sollen, der nur einen Teufelskreis der Gewalt fortsetzen würde. Aber wer sind wir schon, das zu entscheiden? Es ist unsere Pflicht, ihm zu gehorchen. In der Tat! Immer diese scheiß... Ich habe mein Integrationstablett vergessen. Kurz. Immer diese scheiß Gehorsamkeitspflicht. Ich glaube, niemand sollte blind Befehlen folgen müssen. Deswegen heißt er Rovali. Wir alle haben einen freien Willen und latschen ständig in Netto und kaufen Butter. Den Rest habe ich gerade nicht lesen können. Ich dachte, das bei ihm. Anderen die Entscheidung zuzulassen. Ja, Mit dem Satz zuvor. Das ist nicht das, was ich gelehrt wurde. Wäre ich stärker gewesen, hätte ich Hätte ich womöglich. Aber ihr seid stark genug, ihm aufzuhalten. Verspricht mir nur, ihm nicht weh zu tun. Okay. Was soll man machen? In der Ecke stellen und sagen, hier, komm auf stille Treppe? Ja, super Idee. Er hat über die Jahre so viel erleiden müssen. So sieht doch aus. Wir werden ihn aufhalten, mit eurer Hilfe. Zu spät. Es tut mir leid, ich kann euch nicht helfen. Alle Mann, halt! Oh nein, jetzt kommen die drei Flitzpiepen wieder. Die Superagenten. Hey, wohin sind sie denn? Hinter uns! Noch ein Hinterhalt! Dieses Mal kommen sie nicht davon! Wir werden sie uns schnappen, denn wir sind... Das sagt nur eigentlich der eine. Entschuldigung. Die Schwuletten! Die geiserlichen Sondertruppen! Mit ein bisschen Biester. Wir sind Trauffarbentester! Gebt auf, ihr seid umzingelt. Ja. Nö, wenn man es genau nimmt, umzingeln wir sie nicht wirklich. Wenn sie wollten, könnten sie einfach wegrennen. Also ausbüchsen, weggehen, weglaufen, weißt du? Bringt sie nicht auf dumme Gedanken. Ruhe! Das Protokoll verlangt, dass wir bei einer Verhaftung die Gauner davon in Kenntnis setzen müssen, dass sie umzingelt sind. Ich schrei auch bei ihrem Einbrecher, halt. Ich werde sie jetzt festnehmen. Gebt auf, ihr seid umzingelt. Ja, ja. Irre ich mich oder haben sie sich etwa gerade bewegt? Nein. Das ist deiner. Sieht fast so aus, aber sicher bin ich mir nicht. Aber Boss, ich hab dir nicht gesagt, alle Mann sollten Halt machen. Tschüss. Idioten. Boss, sie sind weg. Wie ist das möglich? Wir haben sie kaum aus den Augen gelassen. Natürlich. Los, Sina! Sie haben eine wichtige Mission. Ich kann nicht zulassen, dass ihr sie aufhaltet. Aha. Plam! Die haben bestimmt keine Bomben. Sie hat sich... für uns geopfert! Das war sehr tapfer von ihr. Halten wir jetzt diesen Kerl auf. Auf zu den Professoren! Auf zu Professor Giros Labor! Ich wollte schon immer wissen, wo es einen Weg hinein gibt. Ab in die Hosentasche und noch viel weiter! So, endlich raus aus der Mine. Die Folge müssen wir jetzt echt den ganzen Weg nochmal zurück. Ah nee, wir haben eine Abkürzung. Yay! Wow. Was heißt? Achso, die hätte die Bomben geklaut. Manu!
Ja, hier sind die Waffen, Wachen erledigt und die arbeiten trotzdem. Ich würde eigentlich abhauen, aber... Professor Giros Labor, das war unten, genau. Da war's. Ich frag mich auch, ob wir Dumpfi nochmal wieder sehen. Was wolltest du sagen? Ich hab dann schon in meinem Horror-Game finden, aber schon übelst tolles Intro, was man macht. Oh je. Den Zuschauer ganz freuen. Mir schwant übles. Ich würde gerne das Hammer drauf zurückgehen, ob das alles wieder eine Büchse ist, oder? Und verdammt nochmal hier draußen, wenn ihr einen Fall habt für ein Horror-Game, schreibt es in die Kommentare und ich war erster, zweiter, dritter. Was denn? Ich find's niedlich. Hör auf, Münzen zu sammeln! Münzen sind toll. Ja, wir haben ja noch nicht genug. Wer weiß, wie viel wir noch brauchen. Ich mache nur Vorratssammlung. Messi. Es besteht kein Zweifel. Hier wohnt Tine Wittler. Das ist definitiv die Tür zu Professor Giros Labor. Zu viele T's im Satz. Sie wird in einigen authentischen Dokumenten aus der Zeit des Kaiserreichs genau beschrieben. Trotz zahlreicher Versuche ist es bislang... ist es bislang niemandem gelungen, sie zu öffnen. Was schwafle ich hier eigentlich? Machen Sie einfach die Tür auf. Ich kann nicht anders, als mich zu fragen, welche Geheimnisse dieses berühmte Labor wohl... Mach die Bucht auf, dann wisst es! Und hey, ich hab ne Idee. Könnt ihr mal kurz umdrehen, ich muss mal kacken. Wir könnten einfach hier graben. Warum eine stark abgesicherte Tür durchbrechen, wenn es eine Abkürzung gibt? Ich hab gerade vergessen zu wechseln. Oh mein Gott. Wenn es nur so einfach wäre. Aber es wurden schon einige Tunnel gegraben, aber sie... Entschuldigung. Egal, da war schon Arme drin. Unglaublich staubiges schwarzes Metall. Okay. Obsidian. Sieht so aus, als wäre die Tür die einzigste Weg. Oh, da ziehen wir hinein. Genau. No. Hallo. Da kommt der Igor. Und ich dachte, niemand sonst schert sich um Professor Giro. Ich habe euch unterschätzt. Ihr seid bestens informiert. Mensch. Du geiler Schnitter. Und ihr scheint selbst einiges zu wissen? Es war keine Frage, ist egal. Wer seid ihr, wenn ich fragen darf? Ich bin euer schlimmster Albtraum. Nee, der sitzt da drüben. Und es kommt noch härter. Nee, das kann ich euch leider nicht zustimmen. Ich meine ja, den schlimmsten Albtraum war ich einiges morgens in einem rosa Kleid aufgegeben von Pilzen, die mich für ihre Prinzessin halten. Oh, die hast auch rosa, das ist schön. Ich geht, warum müssen doch immer Pilze sein? Der einzige Pluspunkt in Inges Geschichte hat, sie hasst pink. Das kann nicht sein! Ihr müsst episch abbrennen. Ich erinnere mich an euch. Ihr wart mit meinem Vater zusammen vor 50 Jahren an dem Tag, an dem das Kaiserreich uns angriff. Hm? Ihr seid der Grund, dass man uns gefunden hat. Mein Vater hat euch vertraut. Wir sollten aufhören zu saufen. Und ihr habt ihn verraten. Ihr seid der Grund dafür, dass wir dass wir alle sterben mussten. Euer Vater? Doch Vader? Dumpfi? Ach nee. Das ist wollte damit sagen, dass ihr der Sohn von Dumpfi sein. Reno? Ach stimmt, der hieß ja Reno. Ihr wart es also tatsächlich. Aber wie kommt es, dass ihr in 50 Jahren nicht gealtert seid? Make-up. Ich lasse an meine Haut nur Butter und Wasser. Zweifelsohne steckt Magie in eurer Zauber dahinter. Und oder ihr... Rossmann. Und jetzt werde ich endlich den Tod meines Vaters rächen. Ja, dafür konnten wir doch aber nicht. Der lebt da noch. Nee, da irrst du dich. Euer Vater Dumpfi. Er lebt. Er lebt. Bam, bam, bam. Ich muss noch epische Musik einfügen, so. Muss ich mal gucken, wie euch... So, bam, bam, bam. Ich glaube, da finde ich was. Ihr seid mit ihm an jedem Tag verschwunden. Das stimmt. Als der Großarten Magus Anus, wie auch immer, angriff, wurden wir an einem Ort fern von hier gebracht. Sehr fern sogar. Ganz weit weg. Denn hinterm Horizont geht's weiter. Wir haben bis jetzt gebraucht, um wieder zurückzukommen. Und wo ist er dann? Mein Vater, wo ist er? In deinem Arsch. Bei uns ist er nicht mehr. Er, dort. Da drüben. Aber wir retten ihn bald, ganz bestimmt.
Hoffe ich zumindest. Wenn ich euch nur glauben könnte, dann hatte ich nichts tun müssen, was ich. Dann hatte ich nicht tun müssen, was ich getan habe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass aus dem Kastengesicht Dumpfi sowas rauskommt. Ja, das war Dumpfi nur ein klein. Oh, was habe ich nur angerichtet? Ganz ruhig, gib für alles 10 mal Taschentücher. Ah, ne, es ist nicht so spät, Entschuldigung. Ihr könnt immer noch aufhören. Dafür ist es zu spät. Aber die hat mein Dex geklaut. Sherry, Plum, wie soll ich euch rächen, wenn ich meine Obstdingsdorfer-Mission einfach aufgebe? Macht nichts. Rewe wurde vor kurzem als berühmtester Gemüse- und Obsthändler ausgezeichnet. Kriegst du neue? Der war scheiße, ich weiß. Inge sagt die Wahrheit. Euer Vater Dumpfi lebt. Deswegen bin ich mir sicher. Dessen bin ich mir sicher. Wenn ich euch doch bloß glauben könnte, du wiederholst dich. Aber einem Menschen werde ich niemals trauen. Ich will mich nicht weiter mit euch abgeben. Deine Mutter war eine Frau, war ein Mensch. So. Was kommt jetzt? Nein, bleib stehen. Ich werde meinem Vater rächen. Weil ich... Wow. Okay. What the... Warte. Inge. Au. Ich hätte jetzt verschwunden. Du darfst nicht... Ich meine, klar, ich darf den Kreis nicht verlassen, aber... Na, warte doch mal, bis du wieder auf dich schießt und dann versuch mal zurück zu... Okay. ...schlagen. Ah! Gute Idee. Frag doch einfach mal nicht auf. Panik! Ich sehe Kreise! Zurückschießen, verdammt! Hab ich doch, aber nur die kleine Kugel. So. Okay, Panik. Sieg die Panik, Schuhe! Panik, Panik. Okay. Das ist übertrieben! Ich will auch ein Kamehameha machen. So, es wird Nacht. Bleib mal stehen. Nee, die bewegen sich. Ach, das hast du schon ausprobiert. Die bewegen sich leider. Also. Warte. Ja. Ich bin nur immer ein bisschen mitgehen hier. Jo, UFO, UFO, UFO. Was? Heißbrunnen. Jetzt kommt irgendwas mit. Feuerjön! Ich wusste ja, es. Ja, natürlich. Ist klar. Ich wusste es. Ich glaube, jetzt muss... Ja. Ich hab die Kugeln zurückschießen. Ja. Aber ich habe getroffen. Ja, ja, ist gut, wie geht er? Haha. In your face. Bitch! Da. Ja. Zumindest der da mit dem Unterschied. Nein, ich bin nicht am Kommen, oder nicht? Komm, schieß. Gott, das ist so schön, wir. Der da. Da oben, da oben, da oben. Yep. Mit Strich zum Boden! Der da. Mann! Mensch, du sollst ihn nicht treffen lassen! Ich versuch's ja. Da unten. Brech doch noch aus. Was ist der da? Da unten. Ha, einer noch. Komm. Nein. Jetzt kann ich noch nicht. Oder der da. Yes! Vegeta wurde besiegt. Wo ist Bu? Errungenschaft, like a true hero. Ich die Menschen verachte. Ihr solltet nicht stark wie wir Dämonen sein. Eure Körper sind schwächer. Euch fehlt es an physischer Stärke. Und verdammt scheiß Aussehen. Eure Leben sind kürzer als die unseren. Warum also? Das frage ich mich jeden Tag, wenn ich aufstehe. Warum müsst ihr wieder und wieder gewinnen? Vor 50 Jahren habe ich alles verloren. Meine Familie, meine Freunde. Oh, Quatsch, ist mir eine Tüte, ich hör's mir später an. Mein Schuhausweis, mein Vater. RTL 2 kommt unten, RTL kommt in der Ecke, Family Stories. So schön. RTL? Endlich. Dann kommt die blonde Tante, die hier immer Familien sucht hier. Wie hieß sie? Ich weiß, wen du meinst, aber ich weiß den Namen nicht. Ach. Endlich hat der Albtraum ein Ende. Jetzt werde ich endlich weiter mit ihnen vereint sein. Aber freut euch nicht zu früh. Es werden andere an meiner Stadt kommen.
Eines Tages wird die im Labor weggeschlossen und brauchst du nicht die Stimme runter machen. Zum Einsatz kommen und eure ganze Welt zerstören. Das wird der Tag sein, an dem wir Vergeltung üben. Ihr werdet dafür sorgen, dass dieser Tag nie eintrifft. Wir. Trifft. Nicht es, er. Das wird sich zeigen. Vegeta! Ja. Sputzer kaputt gespielt. Wir haben tatsächlich den Lauf der Geschichte geändert. Bei die große Katastrophe wird nie passieren. Die Zukunft ist gerettet. Lass uns heimgehen, ich hab Hunger. Ich wünschte nur, Dumpfy könnte das miterleben. Wie wir seinen Sohn gekillt haben, ja. Achso, ja. Das war der Messaging-System aus der anderen Dimension. Vielleicht hätte er auch Reno davon überzeugen können, dass wir nicht seine Feinde sind. Schaut doch nur! Die von Reno entfesselte Energie hat die Tür vom Labor aktiviert. Ja! Och nee! Er kommt nur für Kacke! Jetzt hat er Zugriff auf jede Waffe. Nicht, wenn wir zuerst an sie herankommen. Dann könnten wir sie zerstören! Oder das große Unheil machen. Oder wo wir schon mal dabei sind, könnten wir sie auch eigentlich im Verborgenen da ausgraben. Also. Die Geheimnisse. Was meint ihr, Nino? Gehen wir rein? Na, nun liegt es natürlich an uns, die Katastrophe zu verhindern. Ganz toll, wirklich. Ich muss auch jedes Mal über Rennen latschen. Entschuldigung. Nach gewissen Schriftrollen aus der Zeit des Kaiserreichs. Entschuldigung. Weil wir gesoffen haben. Heilprofessor Technologie der Magie wieder. Es ist eine einmalige Chance, mehr Würde auszuwinden. Als Wissenschaftler. Selbe Prozedur wie letztes Jahr. Ja. Kann ich mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen. Okay. Was immer ihr entscheidet, Nino, ich werde euch schweigen. Ich bin wie eine Klette, ihr kriegt mich nie mehr los. Nie mehr. Aber ich mache mir Sorgen um Dumpfy. So. Und ob Wally dann wieder clean ist, sehen wir in der nächsten Folge von Evolent. Ciao.